Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ihr habt's gemerkt, der Monat August ist vorbei und das bedeutet, hier gibt es ein neues Sammlungsupdate, weil ich mache ja immer im Rhythmus zwei Monate, ein Monat und im letzten Monat war das Sammlungsupdate von 2 Monaten. Das heißt, jetzt gibt es dieses Mal von 1 Monat. Und ich muss sagen, also nachdem wir letzten Monat so richtig aus den Vollen geschöpft haben und hier wirklich einen riesen Berg mit neuen Filmen hatten, für meine Verhältnisse, es gibt natürlich Leute, die kriegen sowas am Tag, ist es diesen Monat sehr übersichtlich, um nicht zu sagen, es sind gerade mal eine Handvoll Filme. Hier sind sie, ja, mehr ist das nicht. Das ist jetzt wirklich die komplette Ausbeute des Augusts. Das hat aber auch 2 Vorteile, dass es so wenig sind. Zum einen habe ich dann mehr Zeit, euch die einzelnen Filme genauer vorzustellen. Und bei manchen da, muss ich sagen, da lohnt sich das auch. Da möchte ich auch gerne ein bisschen mehr drüber reden. Ich meine, ich habe es ja schon gemacht, ja, also die Mediabooks, die habe ich ja hier schon ausgepackt und da schon ein bisschen was zu gesagt und in Review-Form dann auch was dazu geschrieben, aber jetzt habe ich hier halt nochmal die Möglichkeit, ein paar Worte dazu zu sagen. So, das ist Punkt 1 und Punkt 2, ihr hört das wahrscheinlich schon, ihr habt es wahrscheinlich auch schon am Montag in dem Unboxing von, Deadstream gehört, ich werde wieder krank. Becky liegt schon flach heute ist Donnerstag, also für euch ist Freitag, aber jetzt, wo ich das aufnehme, ist Donnerstag. Die liegt seit Montag liegt die flach, aber richtig flach. Die ist richtig tilt, ja. Ich warte jetzt eigentlich nur drauf, dass das bei mir auch passiert. Die Große ist auf Klassenfahrt, kommt heute Abend wieder, also für euch heute Abend, für mich morgen Abend. Und die hat am Samstag Geburtstag, da fahren wir dann auch in einen Freizeitpark, wir freuen uns schon wie Hulle und ich hoffe, ich werde nicht krank. Oder wenn, dann vielleicht ab Sonntag, dann wäre es nicht so schlimm dann. Doch, ist auch blöd, ist immer blöd, krank werden ist immer blöd und aber was willst du machen, ne? Wir sind ja alle sterblich, so. Und und nächste Woche, Mittwoch, habe ich dann Geburtstag, am 6. September 1970. Habe ich Geburtstag, also ich habe jedes Jahr am 6. September Geburtstag, aber dieses Jahr fällt das auch auf den 6., also auf den Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch habe ich Geburtstag. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, falls der ein oder andere sich genötigt fühlt, mir ein Paket zu schicken oder sonst irgendwas, aber nur was Kleines, ne? Also nichts, was man nicht bei Kleinanzeigen wegkriegt oder so. Nee, Quatsch. Also, nein, fühlt euch bitte, bitte nicht genötigt, mir irgendwas zu schicken. Alles. Ich habe ja alles. Ich habe doch alles. Ich habe doch alles, was ich brauche. So, fangen wir mal an mit den paar Filmen, die diesen Monat, vergangenen Monat, neu in die Sammlung gekommen sind. Und ich würde anfangen mit einem Film, der schon vor letzten Monat in die Sammlung gekommen ist, aber einen Tag zu spät für das letzte Sammlungsupdate. Und zwar ist das die Neuauflage von Beowulf. Ja, Beowulf. Mit Christopher Lambert. Heißt er so? Christopher Lambert? Also der Franzose, der mit dem starren Blick, der guckt immer so. Wisst ihr, warum der so guckt? Weil der überhaupt nichts sieht. Der ist total kurzsichtig. Der braucht eigentlich eine total starke Brille. Aber deswegen guckt er immer so. Damit er überhaupt, also, ja, wenn der mit dem Schwert rumfuchtelt, dann ist man lieber woanders. Beowulf, in der Neuauflage, hier ist auch die alternative Filmversion, wie nennen die das? Ich muss nochmal nachgucken, wie die das nennen. Die nennen das alternative Filmversion. Ja, eine alternative Filmversion. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese alternative Filmversion, ich weiß nicht, was da alternativ ist. Gut, das ist ein Open-Mate-Bildformat, also oben und unten mehr Bild als bei der 16:9 Version. Und der Schluss ist ein klitzekleines bisschen, es stand eben auch da, ich sag's nur ganz kurz, weil ich jetzt näher auf die Filme eingehen kann, Spoiler-Alarm, ich werde dann auch auf die Filme eingehen und das kann ich nicht ohne zu spoilern, deswegen seid gewarnt. Ja, hier ist halt der Schluss ein bisschen anders, nicht, dass das irgendwie handlungsrelevant wäre oder so, es ist halt wirklich nur, am Schluss sieht man dann halt diese Trutzburg oder diesen Vorposten. Und da fliegt dann halt noch so ein gekräuselter
Totenkopfdrache-Dingens raus. Ansonsten ist der Film identisch. Es lohnt sich nicht wirklich. Und die alternative Fassung ist auch nur auf der DVD drauf. Also wenn ihr jetzt, ne, wegen der Blu-ray und alternative Fassung, aber man muss auch dazu sagen, es steht hier gar nicht groß drauf. Es ist jetzt also nicht, dass hier, boom, alternative Fassung, sondern es ist halt mit drin und ja. Aber die Fassung ist deutsch. So, das ist vielleicht, ne, für den einen oder anderen. Aber gut, man merkt sowieso keinen Unterschied. Ja, dieser Film mit ganz viel Bier und Freunden, die genauso bekloppt sind wie ihr oder ich, wie ich, ja, dann kann der Film Spaß machen. Es ist, also der Film selber, das spielt, also Beowulf ist ja so eine frühmittelalterliche Heldengeschichte und spielt, glaube ich, Dänemark, Norwegen oder irgendwo da oben. Und Beowulf ist halt ein Held. Und er kommt dahin, um ein Monster zu töten, das da sein Unwesen treibt. Und dann kriegt das mit der Mutter von dem Monster zu tun. So ist das, wenn du dich mit den Kleinen anlegst, kommt auf die Mama. So, es gibt die Animationsversion mit Angelina Jolie, die spielt da die Mama. Spielt da die Mama. Hier ist das nicht der Fall. Dieser Film ist anders. Er ist, ich finde ihn gut. Ich finde ihn wirklich gut. Ich kann aber gar nicht sagen, warum. Das sind die wahrscheinlich schlechtesten CGI-Effekte der letzten 40 Jahre. Und davor gab es ja keine. Was heißt der letzte? Vor 40 Jahren gab es ja keine. Also seit Tron. Die schlechtesten CGI-Effekte seit Tron. Und ich meine das Original. Wobei, das waren gute eben. Das war, also man muss immer auch denken, wann ist der Film entstanden. Aber der Film sieht aus, als hätte sich da einer an einem C64 ausgetobt. Ja, die Actionsequenzen sind brauchbar, werden aber durch eine ganz merkwürdige Techno-Musik kaputt gemacht. Was heißt kaputt? Die einen lieben den Film genau deswegen und die anderen, ich, sagen, was soll das denn? Also, wir haben da halt Ritter rumlaufen in einer Gegend, die mehr so an Endzeit erinnert. Die haben pervers große Schwerter, die kein Mensch heben könnte. Dann haben die Helme, wo sie weder durch Atmen noch durch Gucken können. Ich weiß gar nicht, gab es hier ein Bild? Ich weiß es nicht. Ja, und da über dem Ganzen liegt eine Musik, die an Matrix erinnert. Ich glaube, das waren auch die beiden Musiker, die Matrix vertont haben, die beiden Komponisten. Ich weiß es aber nicht genau. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr skurriler Mischmasch. Muss man mögen. Oder nein, muss, ja, man wenn man ihn sehen will, muss man auf sowas. Man muss, guckt es euch an. Oder nicht, ich sag direkt, es ist nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Es ist weder gut gespielt, noch sind die Effekte sind grottenschlecht. Aber es macht Spaß. Und wenn man da an sowas Freude hat, dann kann man da seinen Spaß mit haben. So, dann kommen wir zum nächsten Mediabook. Das habe ich euch jetzt am Montag vorgestellt. Das ist das genaue Gegenteil von dem hier. Und zwar ist das Deadstream. Und der Film, ich muss sagen, der ist großartig. Der hat mir so gut gefallen. Ich habe nicht viel erwartet. Ich habe gedacht, ja, komm, Trailer sah gut aus, sah lustig aus, ja, Found Footage. Ich bin ja sowieso ein großer Found Footage Fan. Und ich habe gedacht, ja, guck's dir an. Ich habe da meine Große dazu geholt. Hier, komm ran, guck mal mit. Und wir waren beide total begeistert. Geiler Film. Es geht hier um einen Influencer, der hat sämtliche Follower und sämtliche Sponsoren verloren, weil er ein paar Videos gemacht hat, die gegen, ja, die waren dann halt nicht so gut, ne? Da hat er einen Obdachlosen verprügelt und so weiter und so fort. Also er ist oft über die Grenzen gegangen. Und jetzt versucht er sich zu rehabilitieren, indem er einen Livestream aus einem vermeintlichen Gruselhaus sendet. So. Es fängt an wie jeder andere Film dieser Art auch. Also das Ganze ist als Livestream aufgezogen. Also man hat den Eindruck oder man soll den Eindruck haben, dass man jetzt gerade einen Echtzeit-Livestream, dass man halt live dabei ist, wie er dieses Gruselhaus erkundet. Jetzt ist er ganz clever und schraubt die Zündkerzen aus seinem Auto raus und schmeißt die weg, damit er nicht abhauen kann, weil sonst springen ja auch die neuen Sponsoren ab. Und er verschließt das Haus mit einem Schlüssel, den er auch wegschmeißt. Ja, und dann hängt er überall Kameras auf, hat dann auch so ein Tablet dabei, wo er dann halt die einzelnen Kameras sehen kann.
Und am Anfang hat man halt das Übliche, man hört Geräusche oder geht durchs Haus und sieht irgendwas, ist sich aber nicht ganz sicher. Dann allerdings kommt noch jemand dazu, nämlich sein größter Fan. Und ab da eskaliert die Situation so ein bisschen, weil ab da merken, kommen nämlich wirklich Geister. Die machen dann da mit so einem Ouija-Brett noch so eine Seance und er zerbricht dann auch noch irgendwie ein Siegel. Das war aber wohl irgendwie ein Schutzsiegel, das die Geister in Schach gehalten hat. In dem Haus spukt er mich wohl wirklich oder auch nicht. Ist das vielleicht alles nur ein Trick? Ich will jetzt gar nicht so sehr spoilern. Guckt es euch an, es ist wahnsinnig gut, es ist wahnsinnig lustig und es ist der perfekte Film für Halloween. Was mir hier besonders gut gefallen hat, ist, dass der Film die Balance zwischen gruselig, er ist wirklich sehr gruselig an einigen Stellen, und Humor perfekt hinkriegt. Er hat mich stellenweise ein bisschen an Tanz der Teufel 2 erinnert, wo Ash ja auch in diesem in der Waldhütte festsitzt und es mit Dämonen zu tun kriegt. Das ist nicht so brutal, es ist auch nicht so slapstickhaft, aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film, er hat mir sehr gut gefallen. Und die Kameras, gut, ist halt Found Footage, ja, es wackelt, es ist jetzt, aber Qualität ist wirklich gut. Also auch die Synchronisation, auch die Synchro, die deutsche Synchro ist auch sehr gut. Ich habe jetzt aber gar nicht gesehen, wer den gesprochen hat. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr solide. Also er kreischt wie ein kleines Mädchen, wenn er Spinnen sieht. Und das macht der deutsche Synchronsprecher genauso gut wie der Schauspieler im Original. Toller Film, sehr zu empfehlen. So, dann habe ich hier noch zwei Mediabooks, die ich euch kurz vorstellen möchte, weil sie neu dazugekommen sind. Ich habe aber beide Filme noch nicht gesehen. Das eine ist Das Apartment von Billy Wilder mit Jack Lemmon. Ich habe diesen Film, wie gesagt, leider noch nicht gesehen. Baxter. Mir ist jetzt gerade der komplette Name entfallen. Du hast gesagt, das ist ein super Film. Ich freue mich auch drauf, aber ich werde mir den Film dann wahrscheinlich eher in der Vorweihnachtszeit oder im Herbst, wenn es kälter wird, angucken, wenn ich der richtigen Stimmung bin. Weil es wäre nämlich echt schade, wenn ich den irgendwie verwurste. Wir gucken uns den an, einfach nur, weil ja, guckst du mal. Und du bist gar nicht in der Stimmung. Hatten wir nämlich auch schon, da haben wir Filme geguckt, da waren wir nicht in der Stimmung, wir mussten sie aber gucken oder ich musste sie gucken, weil ich ja eine Kritik dazu schreiben muss und dann gefällt der mir nicht und dann bin ich vielleicht auch etwas barscher oder etwas kritischer, als ich gewesen wäre, wenn ich in der richtigen Stimmung gewesen wäre. Ich versuche ja meine Kritiken immer so objektiv wie möglich zu gestalten. Das heißt, ich schreibe auch mal eine schlechte Kritik zu einem Film, der mir persönlich gut gefallen hat. Dann würde ich das aber hier auf YouTube dann nochmal kundtun, dass ich persönlich den Film besser fand, als ich ihn, wenn ich ihn objektiv betrachte, bewerte. Und andersrum funktioniert das auch. Ja, es gibt also auch Filme, die sind wirklich gut, die bewerte ich dann auch richtig gut, aber mir persönlich gefallen sie nicht. Ich kann trotzdem den Wert eines Films erkennen, der mir persönlich nicht gefällt. Bestes Beispiel Citizen Kane, großartiger Film, ja, Meisterwerk, aber ich mag ihn nicht. Also mir gefällt er nicht und ist ja auch in Ordnung. Gibt viele Leute, die feiern den voll ab, ist ja auch in Ordnung, ist super. Genauso gut gibt es ganz viele Filme, die ich total klasse finde und die, wo die Leute mit dem Kopf schütteln. Es ist so, Geschmäcker sind verschieden und es ist kein Grund, sich da irgendwie drüber aufzuregen oder zu streiten. Das ist es gar nicht wert, das sind letzten Endes ja nur Filme. So, dann haben wir hier noch ein Mediabook, habe ich zum Auspacken bekommen, habe ich auch ausgepackt, aber ich habe es noch nicht geschafft, den Film zu gucken. Ich meine aber, ich hätte ihn schon mal gesehen, aber das ist so lange her, dass es quasi nicht wirklich gilt. Und zwar ist das Carlitos Way. Das ist ein Gangster-Epos von, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, ja, von Brian De Palma mit Al Pacino und Sean Penn. Ich will jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Aber auch der, ja, das könnte so ein Fall sein. Das ist mit Sicherheit ein ganz toller Film. Aber möglicherweise, weil ich mit Gangstern nicht so viel anfangen kann. Es gibt auch Gangsterfilme, die finde ich super. Aber im Allgemeinen, ja, Pate, super. Pate finde ich klasse. Also den ersten und den zweiten, den dritten, nein, nicht. Oder Goodfellas finde ich auch klasse. Und ich hoffe, dass das irgendwo in die Richtung geht. Werde ich dann aber sehen, wenn es soweit ist. So, jetzt kommen wir zu dem neuesten Film. Ja, wobei Deadstream ist ja auch neu. Der kam ja auch gestern erst in den Handel. Ich habe ihn euch schon vorher vorgestellt. Genau wie den Film hier, den hatte ich jetzt 3 Wochen hier liegen.
Habe ihn aber erst gestern geguckt, weil der heute in den Handel kommt und heute das Review fertig sein musste. Und zwar ist das Marlowe von Neil Jordan mit Liam Neeson in der Titelrolle des Marlowe. Marlowe kennt der ein oder andere, gerade ältere Filmfan vielleicht. Also Philip Marlowe ist ein Privatdetektiv im Los Angeles der 30er, 40er Jahre. Ist quasi die Parade-Abzieh-Vorbildfigur für jeden mürrischen Privatdetektiv. Ja? Also auch Sam Spade, der basiert quasi auch auf Marlowe oder diese ganzen, halt der gesamte Film Noir basiert quasi auf den Romanen von Raymond Chandler, der hat den Marlowe erfunden. Und jetzt gibt's halt einen neuen Marlowe, ja. Und warum hat man sich ausgerechnet Knittergesicht Liam Neeson genommen, der jetzt auf die 70 zugeht, wenn ich mich nicht irre, während Philip Marlowe in den Büchern, und zwar in jedem Buch, 33 ist? Egal, das ist jetzt, ja, ist halt ein älterer Marlowe, spielt vielleicht später. Man hat jetzt allerdings keinen Roman genommen, der von Raymond Chandler geschrieben wurde, sondern von, ich glaube, Benjamin Black hieß der. Ich glaube, hinten steht doch irgendwas drauf. Das ist der offizielle Nachfolger oder einer der offiziellen Nachfolger von Raymond Chandler. Der hat halt auch dann Marlowe-Romane geschrieben. Den hat Neil Jordan hier verfilmt. Und ich muss sagen, das war nix. Also das, ich weiß nicht, der Film, der erstmal die Farben, ja. Der Film sieht aus, als wäre da so eine Ockerpalette drauf ausgelaufen. Und er sieht nicht gut aus. Aber wie er aussieht, das könnt ihr ja alles auf blu-ray-disc.de nachlesen. In meiner Rezension, hier geht es jetzt ja nur um den Film. Ich habe den Trailer gesehen und war so ein bisschen zwiegespalten. Ich dachte, okay, Marlowe, geil. Ich habe aber immer Humphrey Bogart im Hinterkopf. Also ich denke immer Humphrey Bogart, Marlowe, ja. Oder gut, wer hat ihn noch gespielt? Robert Mitchum hat ihn noch gespielt und James Caan hat ihn gespielt. James Garner, glaube ich, auch mal. Und jetzt halt Liam Neeson. Hätte der Start einer neuen Kultreihe werden können, weil Marlowe hat ja das Zeug dazu. Und wenn Liam Neeson dann die ganzen Romane oder vielleicht auch neue Geschichten abgearbeitet hätte, hätte man hier eine neue Kultfigur kreieren können. Aber das funktioniert so leider nicht, weil der ganze Film ist, ich habe die Marlowe-Bücher gelesen, sie sind auch sehr verworren und sehr durcheinander und genauso ist der Film halt auch. Also man könnte eigentlich sagen, ist der Film sogar werkgetreu irgendwo. Aber es passt halt nicht so richtig. Zum einen Liam Neeson in der Rolle, der spielt fantastisch, aber er passt meines Erachtens nicht so richtig in die Rolle. Er passt aber besser, als ich befürchtet habe, nachdem ich den ersten Trailer gesehen habe. Ja, also das ist schon mal ein großer, großer Pluspunkt. Die Erzählstruktur, er springt von Szene zu Szene. Man weiß gar nicht, was macht er da. Und man kann der Handlung nicht so richtig folgen. Die eigentliche Handlung findet natürlich in Dialogen statt. Die sind aber so langsam und dröge inszeniert, dass man mit den Gedanken abschweift und hast du das verpasst? Also, mir hat dieser Film leider nicht gefallen. Toll fand ich Jessica Lange hier hinten, ja, kennt der ein oder andere noch von früher, wenn der Postmann zweimal klingelt. Oder was? Chinatown war, glaube ich, Faye Dunaway. Chinatown, auch großartiger Film. Besser als das hier. Und Diane Kruger. Oder Krüger. Die Diane. Ja, aus, wo kommst du her? Ich war auf jeden Fall eine deutsche Schauspielerin, die hier synchronisiert wird. Wie so oft, aber ist halt auch sowas, wo ich denke, warum spricht sie sich denn nicht selber? Ja, naja, gut. Die sieht übrigens aus wie eine Porzellanpuppe in dem Film. Also sie ist erstens tierisch alt geworden oder auf alt geschminkt. Kann ja auch sein, ja, die junge Frau, die ist auf alt geschminkt worden. Und trotzdem irgendwie glatt gebügelt. Also, hat mir nicht gefallen. Hat mir nicht gefallen. So, viel besser. Viel, viel besser. Die Spur des Falken mit Humphrey Bogart, dem einzig wahren Marlowe für mich. Der ist jetzt als Ultra-HD-Disc rausgekommen. Ich kann mich an diesen Film aber auch nur noch schemenhaft erinnern. Ich weiß, ich fand den damals super. Achso, das ist übrigens kein Philip Marlowe-Film, sondern ein Sam Spade-Film. Aber Sam Spade, Philip Marlowe, all the same,
in Spain, wie man so schön sagt. Ja, es ist quasi eine klassische Detektivgeschichte mit Humphrey Bogart als dem mürrischen Privatdetektiv, der jemanden beschatten soll und dann in Intrigen reingerissen wird. Und also das hier ist Film Noir in Reinkultur. Ja, und wenn wir schon dabei sind hier, den hätte man auch in Schwarz-Weiß drehen können, wie Sin City, vielleicht mit so ein paar Farbtüpferchen oder so. Oder vielleicht nur so ein bisschen die Farben weiter zurückgenommen und nicht so knallbunt. Aber ja, was soll's. So, jetzt sind wir schon fast durch. Wir haben noch zwei Filme. Einen habe ich mir selber gekauft. Und nee, ich habe beide. Ich habe mir beide selber gekauft. Aber den einen gebraucht und den anderen neu. Und zwar ist das, der eine sind sogar zwei, also eigentlich haben wir drei Filme. Und zwar haben wir hier einmal das Doppelset Anchorman, die Legende von Ron Burgundy und Anchorman 2, die Legende kehrt zurück. Da geht es um einen Nachrichtensprecher, hier gespielt von, wer ist es, Will Ferrell, ich schmeiß den Namen immer durcheinander, wie heißt der, Will Ferrell, ne? Ja. Ich glaube, Will Ferrell, ja. Ja, Will Ferrell, da steht es auch groß drauf. Der ist halt Nachrichtensprecher von so einem kleinen Lokalsender und ist halt der Oberflieh. Er ist halt, die Leute hängen an seinen Lippen, er ist eine Legende. Und dann kriegt er eine Co-Moderatorin dazu, die wird gespielt von Christina Applegate. Heißt die Christina Apple? Kelly Bundy. Und die gräbt ihm halt das Wasser ab. So, und ja, der ganze Film oder beide Filme spielen halt mit den Klischees, Männer, Frauen, Nachrichten und sind total albern, total witzig. Auch die Nebenfiguren hier großartig, da haben wir hier einmal Michael Scott, also Steve Carell, ja, als leicht unterbelichteten Wettermoderator und dann hier Paul Rudd, ja, als Sportreporter, er ist Außenreporter, der Sportreporter ist hier, den habe ich vergessen, aber tolle Filme, super lustig, wenn ihr auf den, ganz wichtig, wenn ihr auf den Will Ferrell-Humor steht. Ist ja auch ein sehr eigener, sehr alberner, sehr slapstickhafter und total unter der Gürtellinie Pipi-Kaka-Humor. Aber ich finde das toll manchmal. Also manchmal gucke ich sowas gerne. Total oft gucke ich sowas gerne. Ich stehe auch total auf die Adam Sandler-Filme, auch auf die schlechten. Gut, jetzt wird der ein oder andere sagen, hä, gibt's andere? Ja, also ich mag die Kindsköpfe-Filme. Ich kann mich da scheckig lachen. Ich finde die total super. Und auch Hubie Halloween. Und der war mies, aber er macht Spaß. Es ist einfach ein Film, da kann man abschalten. Oder die glorreichen Sieben, sondern so ähnlich. Ich kam jetzt nicht drauf. Also so eine Western-Parodie auch mit Adam Sandler oder auch von Adam Sandler, wenn ich da nicht total daneben liege. Auch super. Es sind keine super Filme, aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Man kann einfach mal hier Kopf abschalten und hinsetzen und lachen und drüber lachen, wie die Leute da umfallen und wirklich sauderbe, blöde Witze reißen. Das, manchmal ist das echt schön. Und Anchorman oder alles mit Will Ferrell ist absolut prädestiniert. Super, ich mag das echt gerne. So, und der letzte Film in der Sammlung, den habe ich auf dem Blu-ray-Disc Marketplace erstanden, weil den wollte ich auch schon lange haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen, den hebe ich mir für nächsten Monat auf, also ab Mitte September, sag ich mal, geht's dann los. Dann gucken wir wieder vermehrt Horrorfilme. Ich freue mich auch drauf, Halloween Ends. Ich fand den ja echt gut, mit Becky zu gucken. Weil ich habe den ja Anfang des Jahres bekommen. Und da hat Becky sich geweigert, den zu gucken. Kann ich auch verstehen. Da ist man nicht in der Stimmung. Ist genau das, was ich eben gesagt habe. Man muss ja auch in der Stimmung für einen Film sein. Und Halloween Ends gucken wir dann halt jetzt in der Vor-Halloween-Zeit. Also immer so zwischen meinem Geburtstag. Nächste Woche, Mittwoch, 6. September. Und dem 31. Oktober. Also in der Zeit gucken wir halt vermehrt Horrorfilme. Wir gucken immer Horrorfilme, aber dann halt vermehrt. Und das ist Bad Candy. Ich habe den Trailer gesehen. Ich habe, Kritiken habe ich gar nicht gelesen. Ich habe nur den Trailer gesehen und dachte, wow. Das könnte gut sein. Und da habe ich gesagt, da guckst du mal, wo du den günstig kriegst. Onkel Jeff hat ihn leider nicht günstig, aber
ein User bei blu-raydisc.de hatte den günstig ab. So, hier, da, den hätte ich gern. Und da sind wir uns einig geworden. Der Marketplace bei blu-raydisc funktioniert mittlerweile ja anders. Da muss man halt, man hat also blu-raydisc.de hat keine direkte Vermittlerfunktion mehr, sondern ist mehr so wie das schwarze Brett. Das heißt, die Leute sagen, hier, das habe ich oder hier, das suche ich oder das tausche ich. Und dann geht er dahin, schreibt die Person an und sagt, hier, können wir zwei und dann werdet ihr euch irgendwie einig. So, hat bei mir wunderbar geklappt. Ich hatte irgendwann nachmittags oder wann, ich weiß es gar nicht mehr, hatte ich geschrieben, hier, wie sieht das aus, kann ich den haben? Und sagte ja. Und am nächsten Tag schon, also schneller als bei Onkel Jeff, lag der Film bei mir perfekt verpackt hier im Briefkasten. Bad Candy. Ich weiß über den Film, wie gesagt, nicht viel, um nicht zu sagen gar nichts. Außer, dass Zack, nicht Galifianakis, Billy aus Gremlins spielt hier wohl mit. Ich weiß nicht, ob es eine große Rolle ist oder die Hauptrolle oder ob er nur mal durchs Bild läuft und Hallo sagt. Genau, Zack Gallagher heißt der Mann. Gremlins und, ah ja, Hatchet 3. War auch der Sheriff in Hatchet 3, stimmt, hatte ich vergessen, spielt er auch mit. Ja, ich bin gespannt. Darüber dann wahrscheinlich demnächst mehr. Wenn Becky wieder gesund ist und wir wieder, wenn ihr Dr. Bob sagen hört, nein, wenn wir wieder sagen, hey, das sind die Filme, die wir in Zeitraum X geguckt haben. Das war es auch schon. Nicht so viel, ja, vielleicht nächsten Monat mehr, vielleicht weniger oder ich weiß es nicht. Momentan ist aber auch schwer, kommt nicht viel Gutes raus, ne? Und naja, das war's. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls ein tolles Wochenende. Bleibt gesund, bleibt geil. Und ja, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Und was ihr jetzt zu tun habt, wisst ihr ja, unten einfach mal auf den Daumen klicken und in die Tasten hauen und mir einen Kommentar reinschreiben. Den Kanal adoptieren könnt ihr mich nicht mehr, ich bin zu alt, aber ihr könnt euch von mir adoptieren lassen. Dann erbt ihr irgendwann mal einen Teil meiner Schulden, ist ja auch schön. Und dann haben wir, ja, das war's eigentlich schon, genau. Abonniert den Kanal und schreibt unten rein. Ihr kriegt auch immer eine Antwort, wenn ihr was schreibt und so ist es halt. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Speyer. Jetzt habe ich das in den Mund. Wo war der vorher? Ich weiß es nicht.